Sie heißen Frau Otte Kienast. Wie oft wurden Sie schon mit Frau Otte Kienast angesprochen? Zu oft. Zu oft? Jo. Also, liebe Leute, passt auf. Die aktuelle Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen heißt Frau Otte Kienast mit I und nicht Ü. Hallo. Tontest. So, hallo liebe Leute, neue Folge Wurstnerd. Wir sind diesmal wieder im Schweinestall und wir haben heute jede Menge Prominenz dabei. Und zwar ist die niedersächsische Landwirtschaftsministerin zu Besuch. Da hinten steht die ganze Truppe. Wir sind bei Jens von Weber im Offenstall. Ja, und das Ganze halte ich heute mit der Kamera fest. Viel Spaß, neue Folge Wurstnerd. Stallrundgang geht los. Schauen wir doch mal rein. Mit den Tränken, die in diesem Bereich sind, nehmen die sehr, sehr gut. Mitten in der Stallbesichtigung. Jens von Böber erklärt jetzt das Stallkonzept. Bisher ist es in Niedersachsen so, dass es die sogenannte Ringelschwanzprämie gibt. Das bedeutet, dass Schweine, die mit intaktem, Ringelschwanz. Eine Sekunde. Das bedeutet, dass Schweine, die mit intaktem Ringelschwanz abgeliefert werden, dass es dafür eine, sozusagen eine Sonderzahlung gibt. Und es steht aktuell zur Debatte, ob dieses Ringelschwanzprogramm weitergeführt werden soll. Ringelschwänze sind auch deswegen ein interessantes Thema, weil die Haltung mit intakten Ringelschwänzen insbesondere in alternativen Haltungsformen besser gelingt als zum Beispiel im konventionellen Stall. Das gelingt auch im konventionellen Stall, ist aber deutlich, deutlich schwieriger. Und der Offenstall, so wie er jetzt hier hinter mir zu sehen ist, ist eine alternative Haltungsform, die sich wunderbar anbietet, Schweine mit langen Ringelschwänzen zu halten. Und das ist heute wichtiges Gesprächsthema. Und wenn ich das jetzt eben richtig gesehen habe, die Ministerin und Jens sind auch jetzt schon dabei, darüber zu diskutieren. Ja, und schafft man das über eine spezielle Farbe? Ich würde sehr gerne jetzt hier schon ein Interview führen. Das Problem ist, die Schweine finden das alle genauso interessant, machen hier ganz schön Radau, deswegen verschieben wir das mal auf draußen. Liebe Leute, neben mir geht die Chefin des Hauses. Sag mal einmal, wer du bist. Katja Bodenkamp. Wie ist dein Eindruck von dem Termin? Sehr positiv. Ich denke, dass das Haltungssystem gut angekommen ist bei der Frau Ministerin. Und wir hoffen, dass sie das dann auch im Ministerium entsprechend überbringt. Okay. Ja, also ist auch mein Eindruck, sehr positiver Termin, cooler Stall in der Tat. Ja. Ja, und vielen Dank, dass ihr die Tür so aufmacht. Natürlich, jederzeit. Heute Stallbesichtigung ist durch. Die ganze Corona düst jetzt los in einen Gasthof hier in der Nähe. Der Landhaus Steele und jetzt gibt's Kaffee, endlich. Landhaus Steele ist ziemlich schick. Es sind jetzt hier gerade 20 Leute in das schicke Landhaus marschiert und die riechen alle ein bisschen nach Schwein. Die werden heute Abend noch ein bisschen lüften. Allererste Frage voraus, Ihr erster Eindruck aus dem Stall heute? Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also Schweine, die sich da tummeln, frische Luft, die einem um die Nase weht, also habe ich in der Form so noch nicht gesehen und ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert. Okay. Sie sind aus der Landwirtschaft, ist das richtig? Genau, also ich bin von Haus aus ländliche Hauswirtschaftsleiterin. Also ich verstehe es sehr gut, landwirtschaftliche Produkte zu verarbeiten. Ich habe dann einen Milchviehbauern geheiratet. Wir leben im Weserbergland, Milchvieh, Ackerbau und Biogas. Und ja, unsere Familie lebt mit und von der Landwirtschaft. Noch eine wichtige Frage. Das ist immer ein wichtiges Thema im Videoblog und auch generell Schweinehaltung der Zukunft. Da rede ich immer viel von in den Videoblogs. Wenn Sie jetzt aus dem Bauch heraus sagen müssen, wenn wir in 10 Jahren wieder an diesem Tisch sitzen, was ist dann die Schweinehaltung der Zukunft? Wie glauben Sie, sieht das in der Zukunft aus? So, was ist so Ihr Gefühl? Sagen Sie, wo geht's hin? Es wird weniger Schweinehaltung in Deutschland geben und es wird auch weniger Schweinehaltung in Niedersachsen geben. Und wir werden hoffentlich da sein, dass wir
dass unsere Landwirte mit der Schweinehaltung, die sie dann in den Ställen, wo sich Schweine sau wohlfühlen, in den Ställen betreiben, auch richtig viel Geld verdienen. Da werden wir sein in 10 Jahren. Kann ich nicht mal selber einladen? Okay, das kann ich sehr gut. Ich darf nicht mehr so viele Leute einladen. Jeden Tag wird mir gesagt, hören Sie auf, andere Leute zum Gespräch einladen. Die arbeiten schon von Montags bis Sonntag. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Bitten an die Ministerin schon gestellt. Eine letzte Bitte möchte ich jetzt noch anschließen. Ich bin als Wurstnerd immer in Schweineställen unterwegs, ich bin in Supermärkten unterwegs, ich war noch nie in einem Ministerium. Herkommen. Darf ich herkommen? Gerne. Okay, sehr gut. Es hört sich hervorragend an. Dann bis demnächst in Hannover im Ministerium. Frau Ministerin, herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Ich wünsche eine gute Heimreise. Geht es jetzt schon ins Wochenende oder kommt noch ein Termin? Nee, es kommt noch am Sonntag ein Termin. Okay, viel Spaß dabei, herzlichen Dank. Ja, das wär's. Dankeschön. Und tschüss. So, liebe Leute, Ministertermin Ministerin fährt jetzt los und jetzt können wir auch in den wohlverdienten Feierabend.